Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Heute geht's los, ab in die Plains. Was habe ich das letzte Mal noch gemacht? Ich habe hier nur das umgestellt, von da darüber, habe mein Drachenbett daher verfrachtet. Es lag daran, das Wetter kommt. Weil ich habe mir dann noch ein paar so Edeldinger geholt, weil ich dann da um ein Eck mehr Pferdenfahrt, also Gemütlichkeit kriege. Das sind immer nicht fertig. Die hier werken auch. Das ist jetzt ist im Dauerbetrieb das Ganze. Ja. Tja. Jetzt bringen wir das zurück und dann porten wir mal weg. Schlafen gehen, oder nicht? Geht das jetzt schon? I am wet. So, dann gehen wir mal auf die Jagd. Noch den Spaß ist. Nein! Tür zu. Geht das? Jawohl. Na, geh mal pennen. Geht auf das Schmelzen wenigstens schneller und dann ab nach drüben. Schau grad nach, ich wüsste nicht mal, ob ich auf dem. Ich habe am Handy letztens, ich habe das fotografiert eigentlich. Die Karte. Ich muss mir jetzt unbedingt mal einen zweiten Monitor zulegen, weil das wird jetzt schon so nervend. Einen zweiten Monitor daneben hingeben. Aber kommt dann mit der neuen Grafikkarte, okay? Werden wir dann so machen, oder? Gut. So. Let's do this. Schnee 1 müssen wir noch unsere Dinge abbauen dann. Ja, tja. Auf in den Kampf! Stimmt ja. Ach, fuck. Habe ich ja darauf verfrachtet. Ich muss dazu sagen, ist aber okay. Lass was da. Wird schon funktionieren mit unseren Gears, ist eh nicht kalt. Und runter kommen bekanntlich eh schnell. So, wenn ich mich jetzt erinnere, ist das Einzige, was wir jetzt so wirklich brauchen, eigentlich eh ja, komm mal her, Dunkeleisen und dann von dem Lager diese Special-Figur da aus dem großen Lager raus. Das Dämliche ist nur, wenn man da nicht wegporten kann. Dann muss ich wieder alles daher verfrachten. Ich meine, ich kann wegporten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann nicht das alles mitnehmen, so wie ich will. Bist du fertig?
So, na, das wird jetzt hier lustig. Schauen wir mal. Mich nur interessiert, ob die zu mir raufkommen überhaupt. Ja. Die Antwort ist nicht die, was ich jetzt erhofft habe. So, gehen wir wieder in meinen Lieblingskampfmodus. Gut. Ich weiß nicht, wieso ich das Blockenschwer nicht hinkriege. Wow. Okay, darunter kann ich jetzt nicht laufen. Ja, nicht ganz durchdacht, das Ganze. Todeskito fehlt noch. Der kann das besser als ich. Scheiße. Ha, erwischt. Ich will das ja nicht im Easy Mode machen, aber kommt der schon wieder. Ich verstehe es nicht. Selbst wenn ich durchgehend block, müsste mehr abfangen, als der jetzt so fängt. Na gut, den Großen. Ich habe es übertrieben, ich hätte einfach weggehen können. Aber ich wollte den Großen noch platt kriegen. Was ja prinzipiell geglückt ist. So, und jetzt gehen wir das Ganze ein bisschen taktischer an. Und schon da oben habe ich. Ehrlicher Schande, das aufzuheben, aber gut. Ah, scheiße, wird mir das kalt auch rein, gell? Naja, gut, weit habe ich sie nicht. Vielleicht kann ich es einfach die paar Meter. Was mit dem Tod werden, mit dem Sterben habe ich jetzt nicht ganz durchdacht gehabt, nein. So, und jetzt werden wir das einmal so probieren. Vielleicht nicht ganz so blöd wirkt. Noch immer ein Erfrieren drin. Jetzt muss der Erfrieren aber bald aufhören, gell?
Ja. Ich glaube, das ist ein Death-Skito. So, mein Freund. Hier mit euch. Vom Berggipfel aus sah ich diese Ebene friedlich und angenehm aus. Aber ich fand es schlimmer als anderswo. Ständig höre ich das Summen dieser dreimal verfluchten Insekten. Mein Bart ist so weiß wie Schnee geworden. Ich werde ein Boot bauen. Okay, ich auch. Ich werde auch ein Boot bauen. Muhaha. Du kommst, du sagst darauf, na. One shot. Warum der Typ so weit wegrennt, was denn das? Theoretisch kann man die ich spiele ja lieber Nahkampf. Ich kann mich ja immer noch verstecken dann. Da kommt der Große. Ach jetzt Gott, jetzt habe ich wieder meine Ausdauer verrammt. So. Eine riesen Armada von den Typen. Scheiße. Ist mir schon gegangen. Ist mir wirklich schon gegangen. So, wie schaut es da unten aus? Gut, für mich. Miep, target sighted. Müsste ich ausgehen. Ja, Treffer. Vor allem, weil die immer One-Shots sind, die kleinen. Es ist ein Problem in so einer Höhle. Ich hätte das anders abbauen sollen, irgendwie, aber. Es läuft ja. Wobei, ich würde das so gerne mit dem Blocken nochmal probieren. Braucht das ja sicher irgendwann. Hallo?
Was bist du für ein Berserker, dass du jetzt davon rennst? Und dann nichts mit blocken. Gut, Abmarsch. Ja, da ist schon Flachs oder Gerste? Flachs. Flachs ist das. Oh, da gibt's ja noch ein paar. Also der Große ist mal neu. Kein Problem, du kannst da stehen bleiben. Boah, ein 2-Sterne-Fulling. Was haben die alle? Wieso rennen die alle weg? Winkst du? Was tut der da? Er versucht ja Verstärkung zu holen, obwohl er, weil er natürlich schon sieht, dass er kein Level gegen mich hat. Ah, so viel dazu. Blödes Arschloch, wirklich. Wach, wieso habe ich den nicht blockt jetzt? Was, der Zach. Immer dieser Übermut kommt vor dem Fall, ne? Ach Gott, schön. Das brauche ich schon mit. Regt aber auch die Life nicht schneller, gell? Willst du nicht? Müsste ich wieder fast meine ganzen Dinge eigentlich rüberlegen. Ich habe gerade überlegt, wie ich dann meine. Wie ich dann das ganze Zeug darüber bringe. Diese Dunkeleisenbahn. Ob ich wirklich hier Crafting-Station aufbaue oder ob ich die hin und her führe mit dem Boot. Muss er verdammt schnell sein. Was gibt denn die jetzt eigentlich hier? 40 hast du. Das ist eigentlich cool. Brauchen wir dann zum Logs breeden? Wie blöd. Noch ein paar mit. So. Gehen wir jetzt wieder. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir nicht mehr da verrecken.
Das wäre schief gegangen, wenn ich das nicht angelegt hätte noch. So, Zeit wird's zum... Wo sind denn die? Ich höre ihn, ja. Erwischt. Doofi. Ich weiß nicht, wie kriege ich das mit dem Block irgendwie nicht hin, aber... Vielleicht bin ich auch wirklich nur ums Erzholz spät dran, aber normalerweise kann ich das. Hier schon öfter gemacht. So. Wir schauen aus. Wie schauen wir aus da jetzt? Ich würde sagen, wenn wir es erstmal schauen, ob es noch Typen gibt. Komm auf. Der softer und ab, der Typ. Da! Eigentlich müssten sie mir jetzt ein Feuer jetzt gelöscht haben schon. Kannst du da nicht raus oder willst du da nicht raus? Ich glaube, der kann da nicht raus, oder? Ist vielleicht wirklich irgendwie so blöd gespawnt, die. Okay. Komm. Der letzte Schuss. Knapp. Jetzt. Tschüss. Besser. Brenner da mal. So schön. Warm darin. Jawohl, Gerste. Das muss ich jetzt irgendwo ablegen, weil ich kann sonst nicht wirklich was machen. Die Kohle nehmen wir mit. Naja, aber so eine kleine Statue, wie ich eigentlich bräuchte, habe ich da jetzt nicht gefunden. Ja, das macht ja nichts. Wir haben ja noch ein paar Dörfer vor uns. Was haben wir hier? Gerbergestell. Hm. Weg. Das Steinbord. Das dürfte ein Bettchen von wem gewesen sein.
Ah, genau. Gerste. Gerste. Die Frage ist, ob wir nicht gleich Erna Dorf da nehmen und das gleich als umbauen jetzt zu unserer Base. Wäre natürlich auch möglich. Aber ich weiß nicht, ob es das so die elegante Variante ist. So, haben wir das einmal. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Sind ursprünglich jetzt da oben und da war ich da unten. In die Richtung da hier ist ja, glaube ich. Ne, da gibt es schon einen Streifen. Kann ich da schlafen gehen, geschwind? Ne. Gut, okay. Wir haben nicht allzu viel, was nicht portbar ist. Das heißt, wir porten zurück. Wo kommt das Skelett jetzt her? Brennmaterial, kann ich das einharzen? Knochen? Na. Schade. Hätte ich gemacht. Irgendwo da könnte man schon eine kleine Base herbauen, aber da brauchen wir jetzt mal Scheiße. Ja, jetzt muss ich dann langsam das Ding da, das Portal auch mit runternehmen. Stelle ich dann darauf. Das Skelett hier rum. Nein, doch nicht. Hat ausgeschafft von der Weite. Du bist zur Tür. Man verwechselt dich mit einem Skelett, mein Freund. Da war das Raufrennen letztes schon so anstrengend. Für Mordor. Weiß ich noch, wie ich da probiert habe, wie ich da das Portal von hier da entlang zart habe, dass ich da herkomme. Das war ja wahr. Ich wollte. Oh, na, das ist Höhle. Warte. Frost Cave. Verarschst du mich? Das war klar, dass du bei meinem Portal jetzt rumrennst, ne? Ich will dir aber eigentlich gar nicht alle aggroen. Too late, vermutlich. Ich will nämlich nicht, dass der vielleicht noch auf die Idee kommt, mein Portal platt macht. Toll.
Oh, er hast sie jetzt auch schon. Sehr schön. Das war jetzt so klar. Ist sie besser. Danke für die Arbeitsersparnis. Teer. Habe ich Teer gefunden? Was ist das? Da kommt gleich der ganze Paletten. Todeskito. Was für ein bescheuerter Name nebenbei. Bisschen nervendes drum. Ach Gott. Wirklich so schlimm. Ja. Das ist so gut gemacht. Dass ich jetzt nämlich wieder nichts habe für. Dreierholz. Geht's einfach alle weg, wirklich. Geht's einfach alle weg. Ja, auch du. Miep. Zack. So, gut, jetzt aber. Zuerst mal das. Irgendwo da. So. Dann das. Oder. Ja, so, wir haben mal ein Safe Portal. Ja, dann würde ich mal sagen, wir werden da gleich beginnen, irgendwo eine Base aufzuzahlen, oder? Es ist und bleibt. Kann ich eigentlich schon so einen anderen Ding bauen? Pfeil? Ist doch immer diese Nadelpfeil, ja! Vier Nadel. Federn. Aha. Ich hab gerade ein paar weggehauen, ich depp. Looks good. Wenn wir die nämlich weggeben, ich brauche nämlich jetzt keinen Hund mehr. Das Rest ist normal Gear. Der andere Zeug ist zum Anbauen. Kopfvieh tun wir da oben hin. Kommst du auch daher? Das ist Anbauzeug. Ah, Zwiebelsuppe geht, sehr schön.
wartet irgendwie mehr. Feuerwiderstand, das brauche ich jetzt nicht. Die sind ja cool, da brauche ich wieder viel von den Drachendrüsen. Das ist immer zahre Geschichte, in größeren Mengen. Die zu holen ist immer sehr zart. Hackfleisch, Zwiebel, Würste. Ja, da gibt es eh nicht wirklich viel mehr. Das Wolfsfleisch. Habe ich sogar. Wolfsfleisch, Schwammerl und die Zwiebel. Schwammerl, Zwiebel, na bitte. Muss ich ja gar nicht auf das verzichten. Das ist ja schön. So, fertig zu konsumieren, tun wir da oben rein. Also das ist so das, was ich hergestellt habe. Ja. Ich werde das jetzt alles, was essbar ist, einfach da oben reingeben. Das ist, glaube ich, die bessere Sortierung. Ich meine, besser. Ich bin nicht zufrieden damit, gebe ich zu. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Also, mein Freund, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das jetzt am blödesten hin? Passt. Wir werden einfach da unten die Insel nehmen. Weil mit Wasserzugang. Und wir werden einfach Barrikaden rundum errichten. Und diesmal wirklich normale Barrikaden. Schauen einfach mal, was passiert. Wenn wir rein sind, okay. Bleibt man jetzt die ganze Zeit diese coole Musik? So, jetzt mache ich da mal alles platt, ja? Lachten da die ganze Zeit so einer? Da! Ich weiß nicht, was sie haben, wieso die immer weglaufen jetzt. Ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung. Hört sich gut an. Schlagen wir mal wieder an Graben rundum. Die Idee ist im Prinzip immer nicht so schlecht. Ja, das Problem ist, die können da reinschwimmen zu mir. Ich meine, ich könnte hier problemlos einfach Flachs anbauen, weil das ist ja wurscht dann. Das andere aber. Ja,
ich überlege mir das noch, bevor ich hier was Sinnloses jetzt starte und dann ist, bevor ich jetzt irgendwas machen, das ist auf den Arsch. Das lassen wir mal. Ich renne mal aber mit da weiter und schau, was da kommt. Vielleicht gibt es ja dann noch bessere Posi. Box dich die da. Richtig super toll ist es nicht. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, super toll ist was anderes. Trophäe ist in meiner Sammlung angekommen. Gehen wir mal in die Richtung. Willst du mich doch verarschen, oder? Danke. So geht's auch. Ja, genau das. Laut meiner Map gibt es hier nämlich einen kleinen Streifen zwischen dem und dem. Da oben, das, was noch drin ist. Das wäre auch cool für eine Base, oder? Ja. Da. Auf dem Stein. Mach mal eine Base hin. So, das ist das mal vorbei und dort war ich ja eh schon. Ich hasse diese... I hate it! Ich hasse diese Umgebungen hier so schwer, wirklich. Die Umgebung ist cool. Aber diese Deskito-Viecher, wow, Gott, sind die grausam. Okay, wir werden in den Base aus dem Boden stampfen. Wir werden wieder mit Terraforming arbeiten, weil das Einzige ist, was mir jetzt gerade einfällt, was da dann wirklich funktionieren würde, um gegen alles standzuhalten, was da lebt und verkreucht und fleucht. Und das ist ungefähr das, wo wir am Anfang waren. Ja, back to the roots, nehmen wir das. Fliegen drei von die Viecher in der Luft. Warum so weit gehen? Warum muss gleich da? Bäumen wir mal ein paar.
Warum so weit gehen? Machen wir es gleich hier. Wir müssten dazu ein bisschen mal das begradigen da irgendwie. Wie viel gerade Fläche wir da hinkriegen. Man muss nicht alles gerade sein, aber wir brauchen mal ein bisschen Fläche. Ja, da kommen wir aber eh recht schön hin. Wir brauchen im Endeffekt auch Crafting. Ich will nicht jedes Mal. Naja gut, so weit wäre es ja gar nicht, wenn ich da wirklich ein bisschen hin und her laufe, hin und her fahre mit dem Schiff. Mal eins nach anderen. Gut. Das heißt, ich werde hier eine Mauer ziehen, Steine abbauen und die von herporten, hol mein Portal her, dass ich natürlich wieder dort stehen ablassen. Aber das war auch gut, ich wusste nicht, es war in dem Fall nicht schlecht, weil wenn ich gestorben wäre und hätte es abbaut, wäre geschissen gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden hier tiefgraben. Und schauen einfach mal, was rauskommt. Oh ja, ein Stein kommt raus. Haha! Das ist so klar, dass ich jetzt auf den Stein komme gleich. Gut. Schauen wir mal, in welche Richtung das diesmal schön zum Weghacken geht, so dass es auch gerade Linien ergibt von den Mauern her. Und dann drehe ich das diesmal so. Das ist ja lästig gewesen. Dieses Zickzack, was ich daheim in der Base habe. Wenn ich nicht eh Steine brauchen würde, tät mich das wahrscheinlich ziemlich ärgern. Von hier könnte ich es dann theoretisch mit dem Schiff wegfahren. Darüber. Möglich ist, ist aber ein bisschen umständlich. Vielleicht baue ich wirklich einfach eine zweite Base hier komplett. Also baue ich das komplett hier fertig nochmal auf. Das Problem ist ja wirklich einfach nur das Hin- und Herführen von dem Metall. Ich überlege gerade, oder wir pfeifen wirklich drauf und fahren einfach, führen das einfach, das Schwarzmetall einfach hin und her. Ja, werden wir machen. Hier jetzt mitsamt Schmelzen, allem aufbauen. Boah, da hole ich mal lieber die ganzen Steine und fahre dann mit einem Langschiff einmal hin und her mit dem ganzen Zeug drauf. Das wäre wahrscheinlich wesentlich besser. Ja, das werden wir so machen. Ich weiß nicht, ob das so von Langschiff oder Karfe.
Das schaut aber, ja, das schaut gut aus, das machen wir so. Das ist eine Karte. Bitte, wenn ich mit dem Zeug da rein. Machen wir so. Dann nicht. Dann hole ich mein Portal hierher und nee, ich fahre mit der Karte rauf. Ich habe da noch nichts. Ich habe da nichts gemacht. Ich fahre jetzt mit der Karte rauf. So. Fahren wir. Gut, Leute. Dann sage ich mal, während ich das fertig jetzt herrichte, sprich Karte hin. Dort in eine Kiste. In eine hochgelegte Kiste. Werde ich die ganze Sache reingeben. Dunkelmetall, Schwarzmetall. Und dann werden wir einmal einen Rückweg hinlegen. Das weiß ich noch nicht, ob das off oder auf Video wird oder nicht. Das überlege ich mal, ob wir die Rückfahrt dann machen. Weil ich bin ja eigentlich mit meiner Base ja auch am Ding hierbei. Ich habe nur leider links auch keine Planes. Da wären die Planes nördlich von mir besser gewesen. Ja. Dann lassen wir das so. Wir brechen hier ab. Ich hole hier das ganze Zeug, was hier steht, und fahre zurück. Darüber. Da oben im Norden sind nochmal Plains. Ein großes Plains-Biom. Aber direkt auf meinem. Da könnte ich dann wirklich mit einem geraden Weg hin und her rennen. Ein bisschen gerad ist der Weg, aber es geht. Ja, machen wir. Gut. Leute, dann sehen wir sich in die, die anderen Plains schätzungsweise dann wieder im nächsten Part. Beziehungsweise hole ich mir eventuell ein Langboot dafür. Schneller und außerdem ist das gerade ein bisschen gar langsam, was das Ding da jetzt fährt. Und da oben transportieren wir es dann mit den Kisten hin. Das machen wir. Gut, ich baue drüben ein Langboot. So Leute, dann hole ich das, fahr zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment, nichts vergessen. Bis dann und ciao.